Was ich einmal machen möchte, ist Ihnen ein bisschen darstellen, was machen wir bei Continental, ein bisschen vorstellen, wo ich herkomme. Zum anderen Ihnen darstellen, was ist die Grundvoraussetzung überhaupt für Continental Charta einzuführen. Ich denke, wir brauchen eine Unternehmenskultur, die das fördert, sonst haben wir keine Chance. Und zum anderen, wie entwickeln wir unsere People im Rahmen von Charta? Mal ganz kurz, Continental hat 5 Divisions. Einmal die Reifengruppe, die kennen Sie wahrscheinlich alle am besten. Dann ContiTech, die im Bereich Rubber auch unterschiedliche Applikationen für unterschiedliche Industrien machen. Und der Conti Automotive-Bereich mit 3 Divisions, Interior, Powertrain und Chassis und Safety. Wir haben innerhalb von Continental unsere Elektronikfertigung, die für alle 3 Divisions produziert, in eine zentrale Elektronikproduktion zusammengeführt. Das sehen Sie hier auf dem Bild. Das sind 28 Werke weltweit in 15 Ländern, sind 35.000 Mitarbeiter. Das ist etwa so die Hälfte des Umsatzes, den wir in der Automotive-Sparte erwirtschaften. Und den Bereich leite ich. Der Mike hat gesagt, Charta ist vor allem in komplexen Systemen auch eine Schwierigkeit, wenn man sich das anschaut. 28 Werke weltweit, zum anderen 3 Divisions, für die wir produzieren, insgesamt 14 Business Units, für die wir produzieren, ist also ein komplexes System. Für uns heißt die Antwort, arbeiten in Netzwerken und nicht in Hierarchien. Das ist ein wichtiges Thema für uns. Daher denke ich, ist das für uns ein Thema, wo wir gut aufgestellt sind, wo wir hier wirklich versuchen, nicht nur in Regionen oder nur in Bereichen zu denken, sondern wirklich in Netzwerken zu denken und dort die Ressourcen zu allokieren, wo wir sie auch wirklich brauchen, um unseren Fortschritt zu sicherzustellen. Wenn man sich's anschaut, Charta hat bei uns eine 2-jährige Tradition jetzt schon. Wir haben 2013 angefangen mit Herrn Aulinger damals in 2 Pilotwerken Charta einzuführen. Wir haben dann in 2014 mit 5 weiteren Werken begonnen. Wir fangen immer an, im Prinzip in einer Lokation, in einem Standort, 4 Leute aus einer Lokation zu trainieren, sodass die dann auch zusammen als Lerngruppen zu Hause das trainieren können und wenn sie dann reif sind, das in einem Schneeballsystem im Prinzip in die Organisation weiter vorantreiben können. Wir haben dann in 2015, ich glaube, ein gutes Fundament schon mal in diesen 5 Werken geschaffen, haben einen großen Schritt nach vorne jetzt noch mal gemacht im Rahmen vom Rollout, dass wir 11 Werke jetzt in das Charta-Training mit reingenommen haben dieses Jahr und zum anderen für 2016 dann die letzten 12 Werke planen, sodass wir im Prinzip im Jahre 2016 alle 28 Werke im Charta-Prozess drin haben. Im Charta-Prozess drin haben heißt, wir sind noch am Anfang. Also keine falschen Vorstellungen. Das ist kein Prozess, der von heute auf morgen geht. Wir sind immer noch in den kleinen Schritten, mal wirklich Charta-Routinen zu lernen. Ich selber habe mit dem Training im Februar dieses Jahr angefangen, habe die Schulung durchgeführt, die 6 Tage, bin momentan in der Lerngruppe drin, wo wir uns wirklich nicht wöchentlich leider, aber alle 2 Wochen oder 3 Wochen treffen und gemeinsam an Projekten arbeiten. Einer immer wieder das Rollenspiel machen, einer der Mentee ist, einer der Coach ist und 2 Coach-Coaches haben, wo wir uns wirklich versuchen, gegenseitig zu entwickeln. Ich sage Ihnen, das ist ein schwerer Prozess. Also vorhin haben wir gesagt, Behavior Change ist eigentlich nicht schwierig. Man muss es systematisch in kleinen Schritten machen, aber die Systematik in kleinen Schritten ist ein schwieriger Prozess. Es verlangt viel an Eigendisziplin, an den Themen auch voranzukommen. Ich insgesamt habe eigentlich 25 Jahre jetzt schon mich mit dem Thema Lean beschäftigt und habe in den 25 Jahren viel gelernt und habe leider immer noch nicht ausgelernt. Am Anfang dachte ich immer in meinem jugendlichen Engagement und Emotion,
Wir müssen einfach alle Methoden einsammeln und die dann bei uns einführen. Das funktioniert. Es hat nicht funktioniert. Daher denke ich, mit diesem Prozess, jetzt wie wir es auch mit Kata vorantreiben, ist wirklich ein Schritt, auch die eigenen Methoden zu entwickeln. Insgesamt, wenn Sie das anschauen, 15 Werke, da arbeiten Sie natürlich auch schwer an dem Thema, wie kriege ich den besten Trainer für Asien, wie kriege ich den Trainer für Amerika, wie kriege ich den Trainer für Europa, wie kriege ich alle Unterlagen in die Landessprache, wie kann ich dort eine Organisation dann aufbauen, die auch nachhaltig an dem Thema arbeitet. Das ist ein großer Wurf. Und ich denke, es wird uns noch lange beschäftigen. Wenn man sich anschaut, ich denke, um Kata in einem Unternehmen einzuführen, braucht man auch die entsprechende Unternehmenskultur. Ohne die richtige Unternehmenskultur funktioniert es nicht. Wenn Sie sagen, Sie haben ein Unternehmen, was mehr hierarchisch stark geführt ist, dann tun Sie sich wirklich schwer mit der Umsetzung von Kata. Ich denke, bei Continental sind wir da sehr modern aufgestellt. Einmal unser CEO, der Dr. Degenhardt, fördert stark das Thema lernende Organisation. Zum anderen hat er 2011 mit dem Thema CBS, Continental Business System, und es ist ein Kontinentalsystem, es ist kein Produktionssystem, wirklich versucht, unsere ganze Organisation in das Thema kontinuierliche Verbesserung, lernende Organisation reinzubringen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und zum anderen hat er über ein Unternehmensbild einmal, das heißt Value Creation. Wir wollen also Werte erarbeiten und nicht nur Profit erarbeiten. Hier einen wesentlichen Rahmen gesetzt und zum anderen aber auch über das Thema unsere Core Values in Continental. Und die sind wesentlich, diese sind bei uns auch gelebt. Das heißt, wenn Sie in unsere CIP-Werke reingehen, dann werden Sie auch wirklich beim Mitarbeiter an der SMD-Linie feststellen, dass er die Werte kennt, dass er die Werte auch einfordert. Ich bin also oft in unseren Werken, wo ich mit denen dann am Shopfloor diskutiere über Themen, wo sie sagen, wir möchten es aber so machen und das entspricht auch unserem Wertesystem, das so zu machen. Also die sind wirklich bei uns gelebt. Die heißen im Prinzip einmal Passion to Win, also wirklich die Begeisterung haben, Themen voranzutreiben. Das heißt, for one another, das heißt wirklich Verbundenheit zu haben, gemeinsam Themen zu machen, was ich vorhin gesagt habe, mit Netzwerkorganisation, dass wir wirklich sagen, wo sind die Themen, an denen wir arbeiten, bereichsübergreifend, abteilungsübergreifend, standortübergreifend Themen voranzubringen. Und da mal nur ein Beispiel, wenn Sie sich anschauen, unsere 28 Werke, wir haben eine kleine Zentrale in Regensburg, die vielleicht eher an den Angriffstaktiken arbeitet, wie wir es gerade heute Morgen auch im Vortrag gehört haben, und nicht an den Methoden arbeiten soll, um wirklich eins zu eins Methodiken zu erarbeiten, die wir dann unseren Werken zukommen lassen, sondern wir wollen wirklich im Netzwerk mit ihnen arbeiten. Und da ist das ein ganz wichtiges Wertesystem für uns. Freedom to act heißt wirklich, das Ziel ist der Weg und nicht der Weg ist das Ziel. Und damit auch Trust. Und ich denke, da habe ich auch in meinen vielen Berufsjahren viel gelernt, dass Sie oft denken, ich weiß eigentlich genau, was wir machen müssen, um unser Ziel zu erreichen. Und wenn Sie mit den Leuten diskutieren, kommen komplett andere Lösungen raus. Und die sind gut. Die sind gut. Die sind besser teilweise oder oft sogar. Deswegen ist es für mich wirklich wichtig, den Freedom to Act zu haben und den Trust, dass wir unsere Ziele, unsere Projekte, die wir auch umsetzen wollen, erreichen. Das passt, denke ich, auch ganz gut in das Kata-Modell rein. Einmal Target Condition instead of Solutions. Das heißt, Improver defines wirklich, an welchen Obstacles er arbeiten will. Und mit zum anderen heißt es aber auch eine klare, gemeinsames Verständnis für unsere Target Condition, wo wir hinwollen und auch welche Achievements wir erreichen wollen. Und das heißt wirklich, dass wir in Relations zusammenarbeiten, wirklich an den Themen gemeinsam arbeiten und nicht isolierte Themen vorantreiben.
Ich habe hier noch mal ein anderes Beispiel mitgebracht, was ich sehr treffend eigentlich auch für Katar finde. Wir hatten vor mehreren Wochen einen Strategic Circle für unsere weitere Strategie in Japan, wo wir viel darüber diskutiert haben, wie können wir mit unseren japanischen Kunden noch erfolgreicher werden. Und da ist ein Bild eigentlich von unseren japanischen Kollegen gekommen, die haben gesagt, wir haben eigentlich eine andere Kultur als die westlichen Unternehmen. Das kann man jetzt natürlich nicht schwarz-weiß sehen, aber im Prinzip eine Grundrichtung ist schon drin, dass die Japaner sagen, wir sind eigentlich Farmer. Wir sehen, wir pflegen und wir ernten. Das heißt im Prinzip, wenn man sich den Return on Investment Fokus anguckt, ist das hier mehr eine langfristige Strategie, die sie vorantreiben. Wenn man sich die Work Cycles anschaut, ist es auch mehr ein Langzeit-Approach mit wirklich einer Prozessorientierung und es ist wirklich ein Teamwork-Charakter. Wenn man sich unsere westliche Kultur anschaut, ist es eher Short-Term-Investment-Return wollen wir haben. Wir arbeiten schnell an den kurzfristigen Opportunities, die wir erreichen können und wir sind sehr individual mit unseren Arbeitsthemen. Ich denke, es ist passt eigentlich ganz gut, was wir auch mit Katar versuchen. Das ist eigentlich eher, wir wollen sehen, wir wollen pflegen und wollen dann ernten langfristig. Ne? Wenn Sie sich das hier anschauen, ich hatte vorhin schon gesagt, Lean ist viel über Methoden und Methodenboxen gesprochen worden. Wenn Sie sich hier diesen Kurve anschauen, es geht hoch, es geht wieder runter und dann gehen wir wieder hoch. Wer kennt diesen Prozess in seinem Unternehmen nicht? Der soll mal bitte strecken. Der muss dann zu mir in die Sprechstunde kommen. Ich denke, das haben wir überall. Ne? Und was wir mal gesagt haben, was ist eigentlich für uns das Grundverständnis, um Lean bei uns im Unternehmen voranzubringen? Das heißt einmal, wir brauchen eine gewisse Grundqualifikation, was hier unten mit Employee Lean Certification dargestellt ist, wo wir weltweit Akademien in unseren Standorten haben, wo wir einmal kann ein Mitarbeiter einen Bronze Award machen, das heißt, er hat erfolgreich mal CBS-Projekte umgesetzt. Die nächste Stufe ist der Silber Award, das heißt, jemand hat einen anderen gecoacht, ein Projekt erfolgreich umzusetzen und die dritte Stufe, die wir bis jetzt noch nicht erreicht haben, die für uns jetzt die nächsten Jahre eigentlich die Stufe ist, ist dann die Gold Award Stufe, wo wir wirklich sagen, einer ist einer, der einen anderen coachen kann. Das ist für uns die Grundbasis eigentlich für unser CBS Conti Business System. Zum anderen ist es für mich Standard Work und wir haben heute Morgen auch diskutiert, was ist der Weg von Toyota. Ich habe jetzt viel Möglichkeit gehabt mit Toyota so Yishu-Ken-Prozesse bei uns im Unternehmen durchzuführen. Und da stellt man wirklich fest, einmal, sie haben ein ganz anderes Thema von Visualisierung im Shopfloor. Das heißt wirklich, das Deviation-Management, das Abweichungsmanagement ist viel konkreter, als es bei uns in den Fabriken ist. Und damit ist es, was an Deviation auch aufkommt, führt sofort eigentlich in Standard-Work. In Standardroutinen. Das ist für die eigentlich das Grundelement hier, Themen voranzutreiben und so ist es auch für uns. Und das andere Thema ist das Thema Leader Standard Work, das heißt wirklich, dass unsere Führungskräfte auch wirklich nachhaltig schauen, werden die Standards gelebt, werden die Standards eingehalten. Das ist wesentlich. Ein einfaches Beispiel, wir haben seit Jahren bei uns den sogenannten Gemba Walk eingeführt, wo wirklich der Werkleiter mit seinem Team morgens in die Fabrik geht und vor Ort schaut, welche Themen sind angefallen, mit den Supervisern, den Lean-Leadern spricht, welche sind die Themen, wie wir die Probleme lösen können. Und das war bei uns ziemlich unorganisiert. Das heißt, das hat mal eine Stunde gedauert, das hat auch mal eine halbe Stunde gedauert. Das war das, was Toyota sofort angemahnt hat, hat gesagt, in einer Viertelstunde muss alles gesagt sein, in einer Viertelstunde muss klar sein, wo stehen wir, was müssen wir als nächstes machen und hat hier auch einen Standard eigentlich mit uns eingeführt. Und das, denke ich, ist wesentlich. Und das dritte Thema und das wichtige Thema ist dann für uns auch wirklich, um
hier dann mal wieder nach oben zu kommen, die nächsten Schritte zu machen, ist der Kata-Approach. Ich habe mit Toyota auch mal gesprochen, die kennen Kata nicht. Die haben es aber verinnerlicht. Die arbeiten nach Routinen, wenn man mit denen über Kata spricht. Ja, sie haben noch nie das Buch gelesen und es sind wirklich hochrangige Leute bei Toyota, die im Toyota-Produktionssystem drin sind, aber die leben es. Und das merken wir wirklich, die leben es. Und auch wenn sie da sich mit Leuten unterhalten, die aus dem Einkauf kommen, mit denen durch die Fertigung gehen, die haben dieses Systemverständnis, wie eine Fabrik zu funktionieren hat, wie man sie optimieren kann, das haben die in allen Disziplinen drin. Ne? Okay, how does Kata support us? Und ich möchte jetzt nicht durch die ganzen Details dieser Folie durchgehen, aber ich denke, es sind zwei wesentliche Themen. Einmal ist es sicherlich, wir neigen immer wieder dazu, mit unseren Verhaltensmustern, mit unseren Erfahrungen, die wir kennen, auf ein Problem sofort zu reagieren und eine Lösung vorzuschlagen unseren Mitarbeitern. Das wollen wir nachhaltig wirklich verändern und wirklich aus der Komfortzone kommen und sagen, wir wollen Neues lernen, wir wollen neue Lösungen kreieren und nicht immer mit alten Methodiken und mit alten Erfahrungen glauben, die Probleme, die wir sehen, lösen zu können. Und das andere ist, dass wir extrem stark an dem Thema Improving Our Processes arbeiten und hier wirklich auch als Management stark dran sind, hier unser System immer wieder zu optimieren und zu verbessern. Aber das Wichtige ist eigentlich, unsere Mitarbeiter zu entwickeln und dann entwickeln sich unsere Prozesse automatisch. Ich war die Woche in einem Werk in Asien bei uns. Das Werk ist einzigartig, wirklich, was die Performance angeht. Die haben die, wenn man jetzt mal umgangssprachlich sagt, die Lean-Kultur implementiert. Die sind auf einem hohen Niveau und da spreche ich wirklich von 30-40% Produktivitätsunterschiede, die man teilweise sieht zu anderen Werken. Die machen in der Sommerpause, schalten die Fabrik 2 Wochen ab, machen dort Lean-Workshops in der Fabrik, optimieren die Fabrik. Das Layout bleibt nie so stehen, wie es mal gestanden hat. Sie optimieren es wirklich weiter. Und der Werkleiter hat jetzt neulich auch beim Kata-Training teilgenommen, habe ich mich mit ihm mal länger unterhalten. Und? Wie ist es jetzt? Und da kam von ihm wirklich, und das war überzeugend, wir haben uns lang darüber unterhalten, wo er gesagt hat, ja, wir sind wirklich perfekt, unser System ständig zu optimieren. Und da machen wir viel, aber wir brauchen jetzt den nächsten Schritt. Das heißt, und er sagt, er kann als Führungskraft, muss er seine Rolle jetzt wirklich in Zukunft sehen, die Mitarbeiter zu entwickeln, die dann die Prozesse entwickeln und viel stärker aus dem Prozessoptimierungsthema rausgehen. Und das ist ein großer Schritt. Und wie gesagt, das Werk ist wirklich spitze. Die machen einmal im Jahr mit Toyota ein Benchmarking, wo stehen wir, was können wir verbessern und. Das heißt, die sind stark methodisch getrieben und sehen jetzt aber schon auch, dass das Thema Leadership und Kata für sie jetzt die nächste Schritt ist, den sie eigentlich gehen müssen. Ist die Zeit jetzt schon abgelaufen? Nein. Weil es ist immer rot. Okay. Ein anderes Beispiel, was ich hier noch kurz nennen möchte, ist, wir haben das ganze Thema auch im Administrationsbereich eingeführt bei uns. Da war der Leiter einer Division, der Controller ist, der war auch mit dabei. Und wir haben im indirekten Bereich schon viele Themen umgesetzt, wo wir 5S mal eingeführt haben, wo wir mal eine Prozessmapping gemacht haben und optimiert haben. Und wir haben nie die Akzeptanz bei uns im indirekten Bereich gefunden, wirklich das Thema Lean einzuführen. Ihm ist es jetzt gelungen, er hat gesagt, nachdem er im Kata-Training war, jetzt verstehe ich eigentlich, was CBS ist und was Lean ist. Und hat jetzt mit seinen Mitarbeitern wirklich angefangen, im Bereich Budgetprozess, im Bereich Reportingprozess, im Bereich Controllingprozess wirklich über Target Conditions nachzudenken und nicht zu sagen, ich muss den Report auf die genaueste Präzision runterbringen, sondern was will ich wirklich mit dem Report auch erreichen. Und da ist eine riesen Dynamik im Unternehmen entstanden. Und ich sehe jetzt wirklich, dass da eine Idee und eine Begeisterung auch ist, das Thema
Kata und CBS voranzutreiben im Unternehmen. Dann die letzte Seite noch, um nicht zu sehr zu überziehen, ist, ich denke, wir unterhalten uns hier wirklich über einen Veränderungsprozess, den wir im Leadership, im Management vor allem erreichen müssen. Wir haben angefangen wirklich top-down, also ich habe das Training gemacht. Wir fangen mit allen Werkleitern an. Wir fangen nicht in einem niedrigeren Level als Werkleiter bei uns im Training an, weil sonst funktioniert es nicht. Und ich denke, das Wesentliche ist wirklich für mich auch das Thema Coach, the second coach, weil wir haben eine Wahrnehmung, wie wir es ja auch heute im Vortrag gehört haben von Professor Arnold, das ist leider nicht die richtige Wahrnehmung. Das ist so, wie wir die Welt sehen. Und daher ist es unheimlich wichtig, über Coach the Coach das Thema zu erfahren und hier selber zu lernen, wie man so einen Prozess voranbringen kann. Damit möchte ich mit wirklich einer kurzen Überziehung schließen. Bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.